Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier bei mir, bei Malkiel auf dem Kanal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid oder du dabei bist. Und wenn du das erste Mal dabei bist, sei auch herzlich willkommen hier bei mir in meiner Community. Ich freue mich und wir schauen auch gleich wieder rein, was sind die aktuellen Themen heute, beziehungsweise ab dem Moment, ab dem du das Orakel schaust, hat das Orakel dann auch immer eine Gültigkeit, insofern du natürlich auch da damit in Resonanz gehen kannst. Ja? Also das ist natürlich nicht immer gesagt, nicht immer kann man mit einem Orakel in Resonanz gehen. Auch hier habe ich jetzt mal drei Pyramiden wieder hingestellt, nämlich Erzengel Michael, die High-Frequency-Pyramide und Erzengel Zartkiel zur Unterstützung einfach der Energie. Auf alles bekommst du gerne mit meinem Code 20%, ist unten in der Verlinkung mit drin. A Higher View ist mal das Erste, was wir haben. Ja. If it, it is what it is, sorry. Und dann Divine Matrix und was haben wir noch? The Storyteller. Okay, das sind schon mal vier Karten, die ich recht gut finde und ich erkläre sie euch jetzt auch. Und direkt, nämlich schauen wir hinein. Also erstmal beginnt alles mit einem anderen Blickwinkel, mit einer anderen Sichtweise. Also A Higher View ist wirklich auch das höhere Selbst, aber auch eben der Moment, wo du deutlich natürlich nach vorne kommst in all deinen Themenbereichen und vor allen Dingen die Perspektive, die sich einfach verändert. Das heißt, es ist das Rise Up sozusagen, also der Aufstiegsprozess, der hier da ist. Und einen Moment. Musste kurz was trinken, Entschuldigung. Und dieser Aufstiegsprozess, der ist natürlich für euch beide da, männliche, weibliche Seite auf der Karte. Also das heißt auch hier zusammen und du kannst es lenken, mit ihm auch in diesen Aufstieg zu gehen. Vertraue deinem Gefühl. Es ist, was es ist. Ja, und da musst du jetzt deinem Gefühl vertrauen. Wenn du auch selber spürst, okay, ich bin hier in einer Dualseelenverbindung oder in einer Seelenverbindung drin, dann ist es auch ganz genau so. Dann haben wir die göttliche Matrix mit drin. Das ist eine ganz tolle Karte, wie ich finde, die göttliche Matrix, denn es geht wirklich darum, eben ganz klar nach oben zu steigen. Das ist das spirituelle Wissen, ja. Das ist, das sind aber auch nochmal das Achtungszeichen auf die Träume gelenkt. Das ist die Synchronität. Das ist aber auch der göttliche Funken, der hier dabei ist, in die ihr beide reinkommt. Also es heißt halt auch hier jetzt von den Karten, ihr seid beschützt. Und der Storyteller ist die ganz klassische Kommunikationskarte. Das heißt, über diese Thematiken wird gesprochen werden. Und das ist doch schon mal, finde ich, mega fabelhaft, ja. Wir schauen uns weiter an mit Le Chemin Pavdor. Und die ziehe ich jetzt einfach ganz locker raus. Un avenir radieux. La création spontanée et intuitive. La confiance. Das Vertrauen ist wieder da. Das Vertrauen auch in die göttliche Matrix kam schon in der gestrigen Legung rein. Ja. Und l'intention. Also, hier haben wir jetzt erstmal, wichtig finde ich zum Beispiel, einfach weil die Karte jetzt das zweite Mal dabei ist, das ist einfach immer ein ganz wichtiges Zeichen, wenn sich Karten auch in der Deutung wiederholen. Du kannst natürlich gerne das Video von gestern hier auch nochmal anschauen. Ansonsten ist es natürlich auch immer so, du kannst natürlich auch deine individuelle Beratung bei mir bekommen, ja. Und das ist eben auch
denke ich, eine ganz wichtige und schöne Sache. Also ein Emporkommen, ein erstrahlendes, ein leuchtendes Emporkommen, ein Avenir radieux, passt wunderbar wieder zu der Higher View. Es geht um den Aufstieg eurer Seelen in die Gemeinsamkeit hinein. La création spontanée intuitive. Es ist, was es ist, ja. Und kreiere spontane und aber auch intuitive, vertrauensvolle Momente. Bleibe im Vertrauen. Also die göttliche Matrix, der göttliche Funke hilft dir dabei. Ja? Es wird sehr intensiv, das Schreiben. Das kann man also auch sehen, ja. Also auch eben diese Intensität, die einfach hier zunimmt im Kommunikationsprozess. Und ich glaube, das ist ja auch immer eine Sache, wo doch recht viele darauf warten, dass es hier ein Stück weit vorangeht. So, jetzt ziehen wir mal noch meine Lieblingskarten dazu. Da bin ich nämlich gespannt. Ich habe das Gefühl, die passen jetzt auch nochmal hier ganz gut mit rein. Je suis la déesse. Lamorot, also wirklich, du bist die Smaragd, Königin, die Smaragd, Göttin, ja, und das ist genau das Ganze, nämlich, dass es fruchtbar ist, wenn du auch diesen Aufstiegsprozess jetzt annimmst, dann steigt ihr beide sozusagen natürlich da damit auf und empfindet dich wirklich als Göttin in der Göttlichkeit auch drin. Bateau, fin de la terre, guérison personnelle et planétaire, also Heilung auf persönlicher und planetarer Ebene. Also wenn man einfach auch erkennt, was es einfach ist, ja, was es einfach ist und das sind einfach genau die Dinge, die man immer wieder erkennen muss, ne? Also Fahr ist ja auch immer der Leuchtturm, den ich ja auch in den Mystery Cards drin habe, ja. Also du bist das Schiff und lenkst das Ganze wirklich wieder und bist auch Leuchtturm, gibst ihm also auch eine gewisse Richtung hier raus, ja. Dragon Magique, die Chance. Die Chance besteht im Vertrauen, im Erkennen, dass alles göttlich für euch geführt ist und hier im Vertrauen auch zu bleiben. Und dann kommt ihr nämlich ins Shambhala, ins goldene Zeitalter, ins L'Âge d'Or hinein. Und da wollen wir ja eigentlich alle hin. Das ist der Aufstieg. Und genau das schauen wir uns natürlich auch nochmal ganz genau an. Ja, gerne kannst du auch natürlich noch den Portalkorridor bei mir buchen. Es sind 10 aufeinanderfolgende Portaltage, die doch recht wichtig sind insgesamt und im Ganzen. Wenn du es nicht mitmachst, kann es sein, dass du da natürlich Energieverluste spürst an diesen 10 Tagen. Mich hat es immer sehr gebeutelt, ehe ich da energetisch in den Portalen gearbeitet habe. Das heißt einfach, dass der Schleier in eine andere Dimension viel geringer ist bei den Portaltagen und wir somit eben in anderen Dimensionen und Welten nochmal ganz anders hinein fühlen, schauen und leben können und arbeiten können. Und das ist natürlich das Tolle. So, Zeremonien kannst du auch immer nachgucken bei mir. Der König der Schwerter in der Ist-Situation. Also er kommt in die Klarheit, er kommt in er kommt in diese Geschichte einfach mit rein, dass man wirklich sieht, okay, er bekommt jetzt hier wirklich Klarheit. Die Pfeile der Liebe dazu, das sind 8 Stäbe, die dich treffen werden, die aber auch die Aktivität, auch die schnelle Umsetzung von seiner Seite heraus zeigen. Ja, da haben wir die Dualseele jetzt wieder liegen, also die 2 Kelche ist die große, die Liebe, die Vereinigung, die ganz große Kraft, die da ist, die kommen wird für euch. Und hier haben wir jetzt das Paar, also auch du, sei dir klar, sei dir sicher, sei selbstsicher im Auftreten, hab dieses Vertrauen, dass es hier auch entsprechend voran und weitergeht. So, dann schauen wir aber mal in die Lenormand-Karten rein, würde ich sagen. Und zwar in meine. Die gibt es auch im Shop unten, auch mit der Lebensschablone dabei.
So. Also. Fangen wir an. Ich hoffe, dass ihr alles draufkriegt, dass ihr es dann auch alle seht. Ja. So, in ein Geheimnis kommt Aktivität, ja. Entscheidungen werden abgenommen, weil einfach vom Gegenüber wahrscheinlich was passiert, ja. Du hast auch Angst vor diesen bindenden Gesprächen, dass das eine gewisse Unsicherheit auch bei dir da, auch eine große Unsicherheit, ob du dir da wirklich sicher sein kannst, was ihn betrifft, ja. Mit großem Glück kommt hier ein Treffen rein, ein relativ schneller Neubeginn, der plötzlich passieren wird. So, jetzt kommen wir mal aufs Hauptthema. Du glaubst nicht, du glaubst vielleicht auch, dass du betrogen wirst oder im, also da ist einfach so dein Problem. Das Problem liegt aber auch in Missverständnissen, vielleicht auch in falschen, negativen Gefühlen, wie hier der Mond im Haus vom Fuchs auch sagt. Er liegt in der Klarheit, hat den Schlüssel dabei, hat die Sterne drumherum. Also er ist wirklich auch am Rand vom Kartenbild, zeigt er natürlich immer, dass jetzt was Großes passieren wird. Er korrespondiert mit dem Storch, spiegelt sich auf die Sonne. Also hier ist wirklich genügend Kraft und Energie auch wirklich da. Er möchte Treffen haben, Begegnungen haben. Du solltest dich die nächsten Tage in Kürze darauf einstellen, dass hier eine Einladung kommt. So. Stabilität dazu. Auch wieder der Ring im eigenen Haus hier. Zeigt es ja auch an, auch die Gespräche über die Gefühle. Du bist im Verlust trotzdem in der Diagonale mit dem Herz zu ihm. Also du liegst in der Maus, du lehnst dich selber ab, bist vielleicht mit dir auch unzufrieden, hast irgendwie im Moment keine Hoffnung mehr, kannst aber auf das Treffen, spiegelst dich direkt auf das Treffen, auf den Neubeginn, damit korrespondierst du im Kartenbild. Das sind also genau, sozusagen stehst du in den Startlöchern, wenn du wieder mehr an Perspektive gewinnst. Du bist sehr, er ist auch durchaus sehr angespannt. Du kannst auch Zeichen setzen, Unternehmungen geben. Die Gefühlslage ist sehr gut, man hat Sehnsucht zueinander, ja. Er rösselt auf den Anker, auf das Schiff, auf das Glück, auf den Neubeginn, auf den Ring. Also hier geht es ganz klar auch weiter in seine, in diese gemeinsame Richtung einfach hinein, dass dieser Neubeginn kommt, dass man über die Sehnsucht, über das Erleben, über das schnelle Handeln eben auch genau zum Ziel hier kommt. Und ich glaube, dass das doch mal eine ganz wichtige und positive Aussage ist. Ja? Auch die dunklen Wolken gehen raus, die hellen liegen dran, es kommt Klarheit rein in diese emotionalen Dinge in diese Bereiche und ich meine, besser kann es fast nicht sein. So, wir nehmen wieder jede dritte und fünfte Karte hier raus, machen auch nochmal eine kleine Tarotlegung mit dazu im Soulmate-Bereich, also im Mitgliederbereich hier auf YouTube. Und bis dahin sage ich hier erstmal vielen Dank für dein Zusehen. Du darfst dich gerne für eine Beratung bei mir melden. Jetzt auch am Wochenende gibt es Termine, weniger, aber auch ausnahmsweise mal am Wochenende, weil ich weiß, viele können auch nur da, also Samstag, Sonntag, habt ihr noch die Möglichkeit, mit mir persönlich zu sprechen. Und ich sage vielleicht bis nachher im Soulmate-Bereich oder bis zum nächsten Video. Dein Malkiel. Ciao.